Hier, du und bist das feier ich, am Viertel, du bist im Viertel. Soll einer sagen, du hast keinen Geschmack. Du erwartest auch so harte Cats nicht in diesem Laden. Nee. Der wollte mich für saure Kirschen wollte mir verkaufen. Der Typ sagt, jetzt beruhigen Sie dich mal. Oh, lack ich. So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wieder zu einem neuen Vlog. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute wieder M-Punkt mit dabei. Habibi, schön, dass du gekommen bist. Hallo, Sala, danke schön. In dem Format geht es darum, dass bestimmte Künstler deren Lieblingsrestaurants uns vorstellen. Und du hast wirklich einen sehr wilden Geschmack. Es ist wirklich ein Fakt, dass ich den Laden erst seit kurzem kenne. Das wundert mich auch, weil ich bin öfters hier und ich habe dich hier noch nie getroffen. Nein, ich kenne den Laden erst seit ungefähr 2 Monaten. Ja. Und du musst dir so vorstellen, am ersten Tag, wo ich hingekommen bin, hat mich ein Freund hingebracht. Ja. Ne? Und wir haben gegessen, dieses Filet, was sie so machen. Das werdet ihr bestimmt gleich sehen. Und dann haben wir gegessen. Und ich war so geflasht, ich habe gesagt, boah, was für ein krasser Laden. Dann sind wir gefahren nach Mülheim. Hast direkt wieder Hunger. Haben ein bisschen gearbeitet im Studio. Ja. Ich habe gesagt, ja, wir fahren wieder zurück. Bin ich am gleichen Abend nochmal hingekommen, habe nochmal gegessen. Nochmal dasselbe Gericht? Nochmal dasselbe. Walla, du bist wild, ehrlich. Du bist richtig wild. Ja. Dieses Gericht ist auch krass. Krass. Wer ist Nusret? Wer ist dieser? Wer ist Nusret? Ich wollte gerade was sagen. Mino. Ne. So, auf jeden Fall, das Ding ist, es ist frisch. Es ist gesund. Ist geil. Ne? Also es ist ausgewogen und es schmeckt einfach maximal. Und man vermutet das nicht hier in Gelsenkirchen-Horst. Das ist es. Und das ist wirklich so ein großer Pluspunkt, so, wo du wieder noch sympathischer in mein Auge geworden bist. Wo? Walla, du bist Ghetto pur. Ich küsse dein Herz. Ehrlich, du bist Ghetto pur und man hört es in deiner Musik raus und man sieht das jetzt auch wirklich an dem. Wo du verkehrst und was du isst. Ja, also 100% Ghetto. Leute fahren nach Düsseldorf. Schickimicki. Fahren nach Köln. Sehen und gesehen werden. Hier, du und bist das feier ich. Am Viertel, du bist im Viertel, du siehst echte Leute vorbeilaufen. Mit den Jungs, es gibt mit den Jungs, mit der Hood. Man hört noch ein Salamu alaikum, ja. Sahdain, Afidrosun von Seite. Ja, ja. So, das ist schön, weißt du, das hat einen schönen Vibe. Das feier ich, ja, Walla. Sehr, sehr stark. Weißt du, was meine Kombo ist? Ja. Meine Kombo ist, guck mal, ich fange an mit einer Suppe. Ja. Wahatsahan, ein bisschen Lahme. So ein bisschen nur daneben. So Shawarma, aber pur. Pur. Ohne rechts, links. Voilà. Dann ein bisschen Suppe und ein bisschen Lahme, bis dieses Steak kommt und dann. Dann Endstation. Dann Endstation. Und genau das machen wir jetzt. Genau nach diesem System vom Empo. Das ist System. Wie viel Gramm isst du? Bruder, ich bin gut im Training gerade. Das heißt? Ich kann gut verdrücken. Wenn nicht, haben wir ja noch hier Abu Soni, Abu Drohne auch noch mit dabei. Wie viel soll man nehmen? 1 Kilo? Ein Kilo ist, glaube ich, ein bisschen viel. 400? 100. Dann mach 1 Kilo. Ja. Zitrone muss immer sein, nee, Salz jetzt erstmal nicht. Zitrone aber. Ich habe hier nochmal ein Portion Dönerfleisch. Mashallah. Tschüss, Daniel, danke schön. Das soll schmecken. Ja. Saulissen. Dankeschön. Achso. Nein, bitte, bediene dich. Isst du das mit Salz? Ich esse mit Salz, ja, komm, mach. Ja. So, ich esse alles mit Salz. Ich esse heute so, wie du isst. Walla? Walla. So wie nicht, dass du morgen. Nein. Und ich hoffe, die Shoutouts und Banats, die das jetzt auch gerade alle gerade zuschauen. Auch hier vorbeikommen und das gleiche Manuel-Menü. Wir sind hier im Abandgrill übrigens. Genau. Gelsenkirchen-Horst, Burgstraße 2. Kann sein. Auf jeden Fall mitten in der Hood. Ja. Ich werde nochmal die Adresse unten in der Infobox verlinken. Mhm. Sehr starker Laden. Dönerfleisch wird selber gemacht. Sieht auch schon sehr kross aus. Maximal. Seit Beast Kitchen. Also Buch-Release, Album-Release.
Und jetzt bist du gerade noch mal an dein eigenes Soloalbum am Arbeiten? Ja, genau. Sehr stark. Muss. Wann kann man damit rechnen? Ich glaube, erst Anfang des Jahres. Ja, so früh ja. schon? Aber wir haben ja jetzt, das Massivding kommt ja jetzt. Massivding? Welches Massivding? Mhm. Müsste gehen raus übrigens. Mit Massiv zusammen, das Album Ghetto, kommt jetzt Ende nächsten Monats raus. Ende nächsten Monats? Ihr habt aber eine Menge Singles schon rausgeholt. Mhm. Ich dachte, das wäre schon released. Mhm. Wir haben so eine Ghetto-Season gemacht. Mhm. Weißt du? Single. Mhm. Und dann später mit einer Box bringen wir dann das Album, die ihr euch übrigens alle vorbestellen könnt. Du wisst Bescheid. Auf Amazon. Wir haben allerdings nur noch, guck mal, wir haben 1000 Boxen gemacht, so für die Hardcore-Fans. Wir haben noch 300 Stück, glaube ich, oder so. 300 Stück haben wir noch, die müssen weg. Dann haben wir das auch hinter uns. Und wir haben auch schon Teil 2 geplant, also das ist eine Sache, die wird auf jeden Fall weitergehen. Ihr seid auch wirklich eine super Kombo. Ja, massiv. Ihr hattet nicht immer die besten Zeiten miteinander. Nicht immer, ne. Ja, aber das zeigt auch wieder von Stärke von euch beiden. Ihr rauft euch zusammen und knallt ein mega Album raus. Mit Massiv ist es so, wir sind uns, ich glaube, wir sind uns sehr viel ähnlicher, als wir dachten, dass wir sind. Ist so. Ja? Mhm. Und deswegen hat das auch im Entstehungsprozess von dem Album so krass harmoniert. Ich glaube, wir haben das Album in 4 Wochen oder so gemacht. Ja, ja. Weil es einfach so funktioniert hat. Weißt du? Ich finde das auch ein sehr starkes Album. Mhm. Und du bist auch ein Typ. Dankeschön. Du und Massiv, ihr seid auch so die Typen. Das hört man auch aus den Singles raus. So. Ihr stellt nicht dieses Materielle immer im Vordergrund. Mhm. Was gerade bei Deutschland voll das Problem ist. Ja. Was sagst du dazu? Das Ding ist, ich glaube, die meisten deutschen Rapper, weil es geht ja heute nicht mehr darum. Guck mal, damals, wenn einer gesagt hat, ich bin Rapper, dann wurde er erstmal durchleuchtet. Okay, wo kommt der her? Was ist sein Auftrag? Was hat er auf dem Kerbholz? Was. Jetzt muss er nicht vom kriminellen Ding her sein. Nein. Aber was hat er auf dem Kerbholz? Was hat er erlebt? Ja. Dann anhand seiner Geschichten, die er erzählt hat. Ob sie jetzt positiv waren, negativ waren, Straße, Ghetto, Flex, dies, das. Mhm. Aber er muss das, was er gemacht hat, muss er irgendwie erlebt haben, damit er authentisch rüberkommt. Ja, Mann. Heutzutage ist ein Rapper einfach der rappt. So, und kein Mensch fragt. Der kommt einfach aus dem Nix. Ja, der kommt aus dem Nix, der kommt von irgendwoher und erzählt irgendwas und keiner fragt auch nach. Ja, und der Flex ist meistens nur mit materiellen Dingen. Und damit holt man sich so für eine kurze Zeit Klicks und Ruhm. Weil er auch nichts anderes zu erzählen hat. Ja, ja. Und von daher bin ich immer wieder froh, dass es noch so Künstler wie dich und Massiv gibt. Dankeschön, Bruder. Ja, Mann. Dieses alte so, Rap ist ja ein Sprachrohr. Hm. Ja, für die Hood, ja, nach außen. Das habt ihr auch in eure Singles sehr gut zusammengepasst. Mega stark. Dankeschön. Und das zeigt auch wieder jetzt auch deinen Typ so. Du bist wirklich hier in der Hood, ist dein Lieblingsrestaurant. Ja, schon immer. Wo ich dich angerufen habe, dachte ich so, was wird der mir vorschlagen? Düsseldorf. Sushi auf Düsseldorf. Nein. Weißt du, sehen oder gesehen werden, Leute. Das hätte ich wirklich gern. Und dann, wo du am Band gesagt hast, so, Mashallah, der hat einen rausgehauen, der Bruder. Ja. Ich muss sagen, es ist auch schön. Manchmal am Wochenende geht man mit Frau, geht man schön spazieren, geht man schön essen, schön. Man zieht sich ein bisschen an. Doucement. Man sollte sich gönnen, auf jeden Fall. Man sollte sich gönnen. Mhm. Aber ich könnte zum Beispiel einen Reef and Beef zum Beispiel. Könnte ich nicht eintauschen gegen Avant. Gegen Avant oder gegen sonstige Restaurants, wo wir sitzen und essen. Mhm. Weil es ist immer wieder ein Punkt, wo man zusammenkommt, wo man sitzt, wo man die Freundschaften pflegt, wo man sitzt, redet mit den Shababs. Wo man einfach auch so. Sich selbst sein kann. Dankeschön. Genau. Weißt du, wie ich meine? So, du bleibst noch. Einfach du. Nicht, danke. Du kommst in einen Laden rein und alles ist so schickimicki. Ja. Weißt du, ich meine? Du weißt so, muss ich jetzt die Gabel so verwenden, nein, damit der Nachbar dich nicht gegenüber schräg guckt? So einfach reinhauen, einfach du selbst sein. In Jogginghose sitzen, essen einfach. Ja, Mann. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen. In Mülheim gibt es jetzt ein Restaurant, bei dir aus der Ecke. Hm? Der hat verboten, mit Jogginghose reinzugehen. Und das ist in Mülheim? In Mülheim. Wenn du willst, du gehst mit Jogginghose. Machst du mir auf? Das ist dein Herz. Machst du mir Mülheim auf, ja? Geh, wie du willst. Aber ist das so deine Kombo von Essen auch? Ja, das wäre auch jetzt gut, das würde noch gut in die Diät reinpassen. Ja? Suppe und nur Dönerfleisch, optimal. Ist Suppe gut für die Diät oder nicht? Ja, das kommt drauf an, welche Uhrzeit, ne? Also um den Magen zu füllen, ist das gut. Hm. Wenn du die Suppe wählst, anstatt die Pommes, bist du sehr gut dabei. Dann machst du alles richtig.
Soll einer sagen, du hast keinen Geschmack. Ne? Wallah, soll er sagen, ich mach Deutschland zu, wenn der das sagt. Ehrlich. Wallah, sehr schön. Eins habe ich aber gelernt. Die Butter für das Fleisch kommt aus Trabzon. Ja, genau, richtig. Hier in dem Laden kommt die Butter wirklich aus einem bestimmten Gebiet, aus der Türkei. Ja. Das ist auch eine ganz bestimmte Butter und das, schaut euch das einfach an. Einfach vorne. Wow. Wow. Guck mal, die Teller sind sehr heiß. Ne? Und da kommt jetzt diese... Jetzt wird's fettig. Jetzt ist es heiß und fettig. Verstehe ich auch, warum du zweimal an einem Tag hier hingekommen bist. Ja. Ja. Das kennst du doch, oder nicht? Ja, ist krank, ich weiß. Ja. Wisst ihr, was der geheime Flex ist? Das ist ein Geheimtipp. Ihr müsst. Ihr nehmt so ein Brot. Ne? Ey, Yusuf Abi weiß Bescheid. Habibi, ich küsse dein Herz. Du warst doch vor kurzem noch in der Türkei. Ja, genau so. Oh, ich küsse dein Herz. Mashallah. Ja. Wir haben auch schon vorhin so geile Vorspeisen bekommen. Schaut euch mal diesen leckeren Grillsalat an. Ein bisschen scharfe Soße, ein bisschen Joghurt-Dip mit Aubergine. Hm. Auch mega geil. Hier ist alles top, on point. Alles vom Feinsten. Ja, ja. Yusuf Abi, Elenis ist Halek. Tfaddal. Bismillah. Hier. Bismillah. Guten Appetit. Dankeschön. Ich hab hier so ein schönes Stück. Dankeschön. Wohin, mein Junge. Wie bei Blatt im Blatt auch. Ja. Ja, ist ein schönes Spiel. Ja. Auch einer der besten Filme. Ja, safe. Wer hat dir aus dem Film am besten gefallen? Der Chef von dieser anderen Bande, von den Mexikanern, der zum Schluss umgebracht worden ist. Montana. Ja, bei dir? Du bist ein richtiger Libanese, Wallah. Du bist ein Löwe. Amu sein, Wallah. Der war krass. Welcher war der beste? Montana. Das Fleisch zergeht wirklich auf der Zunge. Das ist wie Butter. Das liegt an dieser... An der Butter? Das liegt an der Butter. Wallah, die Butter hat das Fleisch zum Butter gemacht. Mir ist aufgefallen, wenn ich falsch liege, kannst du mir das gerne sagen. Hm. Aber wirklich, seit der Beast Kitchen Folge, das finde ich auch sehr stark, so hast du den Rat so zu Herzen genommen, nicht mehr anzuecken, nicht mehr zu beefen. Und ich finde, das hast du wunderbar umgesetzt. Also, ich habe mir das zum Ziel genommen. Guck mal, es ist ja nicht so, dass ich damals einfach rausgegangen bin und Streit mit irgendwem gesucht habe. Mhm. Leute, die mich kennen, natürlich Leute, die mich nicht kennen, die können mir das natürlich schwer glauben, weißt du, ist auch okay so. Aber jeder, der mich kennt, ein bisschen, der weiß eigentlich, ich bin der liebste Mensch der Welt, ich will von niemandem irgendetwas. Mhm. Hm? Ich beklaue keine anderen, ich versuche nicht in anderen Leuten in den Hack reinzugehen oder sonst irgendwas, ich will gar nichts. Mhm. Aber, jetzt kommt. Bei Ungerechtigkeit, wenn irgendwas ungerecht ist, dann will ich es einfach nicht auf mir sitzen lassen. Das ist so meine Natur. Ich will es einfach nicht auf mir sitzen lassen. Dann wirst du sehr impulsiv. Ja, so. Aber viele Leute haben mir damals ja vorgeworfen, dass ich das gemacht habe für Aufmerksamkeit. Was? Wenn du immer angeeckt bist? Ja. Nein, Mann. Nein, aber Mann. Aufmerksamkeit, das ist das Letzte, was ich brauche. Ich denke mal, du bist froh, wenn du deine Ruhe hast. Dankeschön. Ehrlich? Ich wollte mich jetzt nicht anhören wie ein Arschloch, aber ich kenne ja die ganze Welt. Was ich meine? Und das Letzte, was ich will, ist noch mehr Aufmerksamkeit. Mhm. So. Aber ich hab halt einen Standpunkt und ein Gesicht draußen, was ja jeder von uns hat. Mhm. Und ich bin nicht 20 Jahre durch die Hip-Hop-Szene gelaufen, anständig, damit ich mir jetzt von jedem viertklässigen oder fünftklässigen Blogger jetzt versuchen muss, mir einen erzählen zu lassen. Was ich meine? Ich gab dieses Jahr, so viele Leute haben probiert, auf so an mich ranzukommen und mich zu provozieren. Und, das stimmt. Und dann war noch mal eine Situation. Mhm. Du warst in irgendeinem Hotel, da hast du eine Story gemacht, du wolltest gerade richtig loslegen, wolltest wieder impulsiv werden, das Hotel auseinandernehmen, da hast du dich aber anders entschieden. Mhm. Das fand ich stark, Wallah, das fand ich richtig stark. Wir arbeiten doch seit 25 Jahren, 20, ja. 25 Jahre. Okay, jetzt sind wir keine Millionäre geworden. Ich weiß nicht, du bestimmt, aber... So. Aber wir haben viel gearbeitet. Das heißt, wenn wir uns bewegen, möchten wir, wenn wir irgendwo schlafen, dann nehmen wir uns die Freiheit,
ein schönes Zimmer zu nehmen. Ja, weil du willst schön chillen, du willst deine Ruhe haben, du willst schön Ausblick, ein bisschen Inspiration, nachdenken, relaxen. Ja, ich gehe nach Baden-Baden. Baden-Baden ist ja so wie Monte Carlo. Ne? Da ist so Casino-Stadt. Ne? Naja. Mhm. Ich geh nach Baden-Baden in das Atlantic Hotel. Atlantic gerne. Atlantic? Ja. Udo Lindenberg geht da gerne. Ja, so. Mhm. Atlantic Park Hotel. Ich sag, ja, Sie kriegen von uns Suite, ma Suite. Herzlich willkommen, Manuelsen. Die haben zu dir gesagt? Naja. Ja. Ich so, was muss ich denn bezahlen? Die so 800 Euro fürs Wochenende. Ein Wochenende 800 Euro. Das hört sich gut an. Normalerweise 1,5. Mhm. Das Zimmer, aber für dich 800 Euro. Hallo, Salah, nehmen wir gerne an, machen wir. Ich bezahle diese 800 Euro. So, jetzt kriege ich den Schlüssel unten am Empfang. Bin aber nicht aufs Zimmer gegangen, bin raus und direkt wieder zum Studio. Weil Hotel ist ja da, Schlüssel habe ich. Mhm. Wird schon nice sein, wenn es vier Wände hat, können wir drin schlafen. Mhm. Wir gehen zum Studio, wir arbeiten. Nacht, wir kommen vom Studio dahin. Gänge rechts, links, das sieht aus wie ein Schloss. Ich mache die Tür auf, ich gucke. Doppelzimmer. Wie Doppelzimmer? Ganz Doppelzimmer Adi so. Ach so, die haben dir eine Suite versprochen? Du hast gar nicht gecheckt, du hast gesagt, alles klar, ich vertraue euch, ich komme gleich wieder. Ja. Und dann hast du ein Doppelzimmer bekommen. Doppelzimmer. Das ist mies. Alter, hätte ich diese Suite nicht bezahlt, dann wäre mir egal gewesen. Ich hätte mich hingelegt, hätte ich geschlafen. Ja, ja, ja. Egal. Ja, ja. Aber ich habe ja 8 Schleifen da gelassen. Mhm. Ich gehe runter, ich sag zu der zu dieser Chefin da von diesem Parkhotel, Park Atlantic Hotel. Wie viel Uhr war das? 1:30 Uhr. Nachts. Mhm. Ich komme zu der, ich sage Entschuldigung. Da ist vielleicht ein Fehler unterlaufen, aber sie haben mir ein Doppelzimmer gegeben. Dann kommt ein anderer Typ direkt dazwischen gegrätscht, ein großer, der war größer als ich, 2,10 Meter. Der so, bei der Suite ist uns was dazwischen gekommen. Wir haben Wasserschaden in der Suite. Mhm. Kein Problem. Kein Problem, Habibi. Mhm. Kein Problem. Dann ich nehme ein anderes Zimmer, dies, das. Aber ich hatte 800 Euro bezahlt. Mhm. Die normalen Zimmer kosten die 120 Euro. Richtig. Ja, na, Abus, Kalbuk Abus. Ich küsse dein Herz, gerne. Mhm. Ja, machen wir schon. Der gibt mir ein Zimmer, ein Doppelzimmer, wieder das Gleiche. Mhm. Ich laufe wieder runter, nachts schon abgetönt. Boah, das ist ja schlimm. Ich sag, das ist ein Doppelzimmer. Du hast mir wieder ein Doppelzimmer gegeben. Mhm. Der meint so, guck mal, das Zimmer ist genauso groß wie die Suite. Nur anders aufgebaut. Meinst du, das ist gerade ernst? Ja, der wollte dich bei dumm verkaufen. Der wollte mich für saure Kirschen wollte er mir verkaufen. Ja. Saure Kirschen. Und, ja. das abends. Ich meine so, okay, guck mal. Ja, Habibi, ich küsse dein Herz, ich bin müde. Finden wir eine Lösung. Nimm doch das Zimmer, ist doch das Gleiche. Ich sag, ich habe eine Suite bezahlt, du willst mir ein Doppelzimmer geben. Schau ein Maschara. Ja. Nicht mit Malweisen. Der sagt, ja, aber. Nein, ich bin geplatzt. 1-2 Uhr nachts. 1-2 Uhr nachts. Ich so, ich, das Hotel. Ich. So, der Typ sagt, beruhigen Sie dich mal. Was dein Herz will. Ne? Ich so, weißt du was? Ich will gar nicht mehr hier schlafen. Ich meine so, Atili Masari, aber schnell. Ja. Und ganz schnell. Ja, geht nicht. Ich meine so, wie geht nicht? Ja. Der meint so, geht nicht. Da, ich wollte, ich. Was dein Herz will. Riesen Palaver. Danach sagen die, Khalas, beruhigen Sie sich, bitte, wir überweisen das zurück. Mhm. Ich so, ich will nicht mehr. Mhm. Behalt, guck, was ich mache. So macht ihr mit mir, warte, was ich mache. 5000 Kurden? Die standen schon draußen. Ja. Auf jeden Fall, ich gehe raus aus dem Hotel, ich packe meine Sachen, ich sag zu meinen Kollegen, yalla, wir fahren nach Frankfurt. Auf der Fahrt nach Frankfurt, ich aktiviere die ganzen Shababs, Bernett, wen du willst. Libanesen, Kurden. Alemann, Türken, Alemann. Was dein Herz will. Ach, der Shababs. Ich sag, nochmal danke an die ganze Community.
Ihr wart stabil an dem Abend. Du hast wirklich eine klassische Barbie-Community. Ja, die sind stabil. Vielen Dank, Mann. Walla Löwen. Walla Löwen. Es so geht auf die Google-Bewertung dieses Hotels und... So, gesagt, getan. Ich guck die Bewertung von diesem Hotel, ne? Bum, 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 im Minutentakt. Mann, Wabi! Wann hat der Telefon geklingelt? Ja, Walla. Dann ruft mich der Käse an. Der sagt, Gulag, was hast du gemacht? Wer ist Case? Case ist mein Bruder aus Baden-Baden, bei dem ich im Studio war. Ja. Und der ist auch, der kennt die Jungs halt von den, und die Mädels vom Hotel. Und die haben ihn direkt angerufen und sagen, was hat der gemacht? Was hat der gemacht? Weil Google-Bewertung ist halt, das ist eine Katastrophe. Weißt ja, du? Ja, safe. So, danke, Harry. Bitte. So. Wir haben die Google-Bewertung auseinandergenommen. Aber ich habe eine Meinung zu dem Hotel gehabt. Und ich habe diese Meinung gesagt. Wir sind hier in Deutschland. Jeder wir sind in Deutschland. Jeder hat seine Meinung. Jeder darf seine Meinung äußern. Und jeder von meinen Followern hat auch seine Meinung gehabt. Ja. So. Ich habe die Geschichte erzählt. Kurzfassung. Und die Leute haben entschieden, wer im Recht und wer nicht im Recht ist. Ja, ja. Und das haben die denen auch, dann auch kundgetan. Dann hieß es, bitte, bitte, hör auf. Und wir überweisen alles zurück. Bitte, direkt am Montag, direkt am Montag. Ich so, ich wollen wir jetzt so? Ja, ne? Bitte, bitte. Jetzt können wir das Wort bitte. Ne? Jetzt ist das wieder im Wortschatz. Jetzt ist das wieder im Wortschatz. Wo ist der Typ denn gerade? Wo ist der Typ von gerade hin, der gesagt hat, so nein, gibt's nicht und so dies, das, das? Wo ist der Typ hin? Ja, jetzt bitte, bitte, weil der wusste, der kannte mich wahrscheinlich nicht. Der hat gedacht, das ist irgend so ein Aswad, der kommt von irgendwo. Ja, Habibi. Ja. So. Und danach? Ja, hab ich halt gewartet, dann haben die das zurückgewiesen. Und dann habe ich den Shabab gesagt, dass sie von ihnen ablassen sollen. Da habe ich gesagt, Khalas. Lass dich. Und das Hotel an sich, der Manager, irgendeine Entschuldigung gegeben, Verzeihung, nix. Aber du hast damit so abgeschlossen. Nein. Khalas, hinter dir schmeißen. Khalas, deine Hand, Mashallah, deine Community, die Löwen-Shababs haben es geklärt. Wir haben die, Wallah, Mühe. Wir sind Männer. Aber ja. Ich würde gern einmal den Salat noch mal ein bisschen schmecken. Warte, halt, da kannst du mit beiden. Nein, ist gut. Dann kannst du mit beiden. Wallah ist gut. Ich will, dass du isst, Habibi. Ja. Du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Ich glaube, zu Hause wirst du nicht gut gefüttert. Kümmert sich keiner um dich so richtig, hä? Doch, viel zu viel. Viel zu viel. Bei ihr ist das so, ich komme von irgendwo, ich sag, Schat, gibt's Hähnchen, gibt's irgendwas? Ich sag, Khalas, ich mach dir, was du willst. Na, stark. Ne, was dein Herz will. Stark. Wenn ich komme nach Hause und jeder normale Mensch isst ein, zwei Keulen. Ja. Khalas, wenn du stabil bist, du isst drei. Sie hat eine ganze Hühnerfarm hingelegt. Kentucky Fried Chicken bei mir zu Hause, Wallah. Stark. So. Aber da meine Eltern unter uns wohnen, ist das immer so eine Sache, wir essen, dann bringen wir runter Essen. Also das bleibt auf jeden Fall sehr selten liegen. Das ist sehr schön. Ciao. Bitte, Habib. Es gibt eine bestimmte Frage, ja. Die stelle ich jeden Libanesen, den ich treffe. Jeden Libanesen, den du triffst, stellst du die Frage? Ich stelle diese Frage, weil ich muss es für mich wissen. Jetzt kommt's. Guck mal, wo ist der Unterschied zwischen Chaye und Ahui. Chaye und Ahui. Aber für mich gibt es keinen Unterschied. Ich meine, im Sprachgebrauch meine ich. Chaye, ja, so Chaye, da sagst du sowieso, okay. Wenn man jetzt so überlegt, Chaye sagt man sowieso Olum. Chaye, Khalas, beruhig dich. Weißt du, wie ich meine? Und Ahui, das hört sich so wärmlicher an. So. Weißt du, wie ich meine? So, Ahui, Taach, Ahui, Khalas, Abu Sani, Khalas, lass es sein. Da denke ich, ist so der Unterschied. Okay. Und wo ist der Unterschied zwischen Alan und Ahla? Nein, zwischen also Ahlan. Zwischen Ahlan. Genau, zwischen Ahlan und Alan. Nein. Wo ist der Unterschied? Es gibt da eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, die Leute aus Baalbek oder Trablus, die sagen so immer so Ahle, Kifak, Schwabel. Und dann gibt es nochmal so Libanesen, die sind so ein bisschen grober, die sagen so Ahlen, Schubek, Schwabel. Weißt du, wie ich meine? Ich denke, da ist so einfach so der Unterschied. Ich denke mal so wie Ruhrgebiet und Bayern. So vom Dialekt her. Okay. Weißt du, wie ich meine? So, da ist der Unterschied. Ah, okay. Hallo, meine Reisen. Vielen lieben Dank für diesen tollen Nachmittag. Dankeschön für dieses wundervolle Rendezvous hier. Rendezvous. Ja, ne, Interviews könnten immer so sein, Wallah. Ja, Wallah, Wallah. Ne? Du Beste. Hast auch auf jeden Fall Top-Geschmack. Du hast einen sehr guten Laden ausgesucht. Ja, hier. Abandgrill. Abandgrill. Burgstraße 2. Jetzt ist es, stimmt jetzt doch. Jetzt haben wir das. Burgstraße 2. Der Charo sendet das schon um ein. Burgstraße 2 in Gelsenkirchen-Horst. Abandgrill. Genau. Beste Läuse von diese. Und vielen lieben Dank nochmal. Habibi, danke schön. Schön, dich gesehen zu haben. Islam, hat mich bis auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Bleib gesund. Ne?
Ja. Und ihr checkt bitte unbedingt seine neuen Singles ab. Und demnächst kommt natürlich auch sein Album raus mit Massiv gemeinsam. Wie heißt das Album? Ghetto. Ghetto. Ghetto kommt raus. Ghetto. Ende Oktober. Inshallah im Frühjahr auch dein Soloalbum. Inshallah. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.